Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo von der Bilanz über die Bestandskonten und Erfolgskonten zur G&V und Schlussbilanz. Die Bilanz wird in der Regel als T-Konto dargestellt und hat zwei Seiten. Auf der aktiver Seite findet man das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen. Und auf der passiver Seite das Eigenkapital und die Schulden, auch Fremdkapital genannt. Zum Anlagevermögen gehören zum Beispiel Gebäude, Fuhrpark und BGA, also Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zum Umlaufvermögen gehören zum Beispiel Rohhilfs- und Betriebsstoffe, Kasse und Bank. Auf der passiver Seite haben wir das Eigenkapital und das Fremdkapital. Dazu gehören zum Beispiel Darlehen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das ist eine fertig erstellte Bilanz. Auf der aktiver Seite sehen wir das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen mit den verschiedenen Positionen. Und auf der passiver Seite sehen wir das Eigenkapital und die Schulden. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein, wie eine Waage. Das heißt, die Bilanzsummen auf beiden Seiten sind immer gleich. Aber wie kommen wir nun von unserer Bilanz mit aktiver und passiver zu Soll und Haben? Dazu wollen wir zunächst die Bilanz in die Bestandskonten auflösen. Dafür benötigen wir als Zwischenschritt das Eröffnungsbilanzkonto, kurz EBK. Das EBK ist das Spiegelbild der Bilanz und nimmt die Aktivposten der Bilanz, also Anlagevermögen und Umlaufvermögen, im Haben auf und die Passivposten der Bilanz, also Eigenkapital und Fremdkapital, im Soll. Auf dem EBK, dem Eröffnungsbilanzkonto, erscheinen zum Beispiel das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf der Soll-Seite. Und auf der Haben-Seite stehen zum Beispiel Gebäude und Maschinen, aber auch Kasse und Bankguthaben. Als nächstes eröffnen wir alle Bestandskonten und fangen mit den aktiven Bestandskonten an. Der allgemeine Buchungssatz für die aktiven Bestandskonten lautet: aktive Bestandskonten an EBK. Das zeigen wir exemplarisch am Bankkonto. Hier wäre der Buchungssatz Bank an EBK. Damit ist das Bankkonto eröffnet. Wenn wir alle aktiven Bestandskonten eröffnet haben, kommen wir zu den passiven Bestandskonten. Der allgemeine Buchungssatz zur Eröffnung der passiven Bestandskonten lautet EBK an passive Bestandskonten. Als nächstes eröffnen wir exemplarisch das passive Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Der Buchungssatz lautet EBK an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Damit ist das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung eröffnet. Wir sehen, dass der Anfangsbestand hier auf der Habenseite steht.
Allgemein gilt für alle Bestandskonten folgende Systematik. Bei passiven Bestandskonten steht der Anfangsbestand, also EBK, immer im Haben. Zugänge werden auch im Haben gebucht. Die Abgänge werden dagegen im Soll erfasst. Und der Schlussbestand, also SBK, wird ebenfalls im Soll ermittelt. Bei den aktiven Bestandskonten verhält es sich genau andersherum. Der Anfangsbestand und die Zugänge stehen im Soll und die Abgänge und der Schlussbestand im Haben. Warum heißen Bestandskonten eigentlich Bestandskonten? Die Bestandskonten haben in der Regel einen Anfangsbestand und einen Schlussbestand. Das Eigenkapital hat in diesem Beispiel einen Anfangsbestand, also EBK, von 1.884.300 Euro. Das ist schon ganz stattlich. Aber unser Unternehmer möchte jetzt eigentlich wissen, wie sich sein Eigenkapital noch weiter vermehrt und wie er einen Gewinn machen kann. Leider kann sich das Eigenkapital natürlich auch vermindern. Unser Eigenkapital kann sich durch folgende Vorgänge vermindern. Zum Beispiel durch den Kauf von Büromaterial, durch Mietaufwendungen für angemietete Lagerhallen, auch durch Abschreibungen auf Maschinen, aber auch durch Lohnzahlungen an unsere Arbeiter. Oder das Eigenkapital kann sich vermindern durch Aufwendungen für Rohstoffe. Auf der anderen Seite kann sich das Eigenkapital aber auch erhöhen, zum Beispiel durch Mieterträge, wenn wir selber etwas vermietet haben, oder durch Zinserträge. Aber vor allem erhöht sich unser Eigenkapital durch die Umsatzerlöse. Wenn wir alle Vorgänge auf unserem Eigenkapitalkonto buchen würden, dann wäre unser Konto Eigenkapital nach kurzer Zeit sehr unübersichtlich. Deshalb buchen wir nicht direkt auf dem Konto Eigenkapital, sondern auf Unterkonten des Eigenkapitals. Diese Unterkonten nennen wir Erfolgskonten. Bei den Erfolgskonten gibt es Aufwandskonten und Ertragskonten. Nochmal zur Erinnerung. Unser Eigenkapitalkonto hat diesen Aufbau. Abgänge werden im Soll gebucht. Deshalb werden die Aufwendungen ebenfalls im Soll gebucht. Zugänge werden beim Eigenkapital im Haben gebucht. Deshalb werden Erträge ebenfalls im Haben gebucht. Merke, Aufwendungen werden im Soll gebucht, Erträge werden im Haben gebucht. Wir sehen hier als Aufwandskonten zum Beispiel Aufwendungen für Rohstoffe, Büromaterial, Löhne, Mietaufwendungen und Abschreibungen. Bei diesen Konten werden die Aufwendungen immer im Soll gebucht. Auf dieser Seite haben wir einige Beispiele für Ertragskonten. Zum Beispiel Mieterlöse, Umsatzerlöse oder Zinserträge. Bei diesen Konten würde man einen Zugang immer im Haben buchen. Am Beispiel der Aufwendungen für Büromaterial entsteht im Laufe des Geschäftsjahres dieses Konto. Alle Einkäufe werden als Aufwand im Soll gebucht. Am Jahresende schließen wir das Konto über GUV, also Gewinn- und Verlustkonto, ab. Am Ende des Geschäftsjahres werden alle Aufwandskonten über GUV abgeschlossen
Und alle Ertragskonten werden ebenfalls über GUV, Gewinn- und Verlustkonto, abgeschlossen. Um das GUV abzuschließen, müssen wir erstmal überschlagen, welche Seite eigentlich höher ist. Wir gucken also auf der Soll-Seite und vergleichen es mit der Haben-Seite. In diesem Fall ist es eindeutig, die Haben-Seite ist größer. Also rechnen wir alle Beträge auf der Haben-Seite zusammen. In diesem Fall ist die Haben-Seite größer. Das heißt, wir rechnen alle Beträge auf der Haben-Seite zusammen und kommen zu einer Summe von 556.750. Die Summe übertragen wir auf die Soll-Seite und ermitteln den Saldo. Der Saldo beträgt 174.628,45 €. Von 174.628,45 € tragen wir auf unserem Eigenkapitalkonto auf der Haben-Seite ein. Um das Eigenkapitalkonto abzuschließen, addieren wir zunächst die Haben-Seite. EBK plus Gewinn ergibt eine Summe von 2.058.928,45 €. Unser Eigenkapital hat sich damit also erhöht. Diese Summe ist auch gleichzeitig der Schlussbestand, denn in unserem Beispiel haben wir keine Abgänge. Der Schlussbestand unseres Eigenkapitalkontos wird über SBK erfasst. Das SBK, das Schlussbilanzkonto, ist gleichzeitig auch unsere Schlussbilanz.